Hallo und herzlich willkommen bei Grizzles Delicious. Heute gibt es endlich Oster-Special Teil 3. Und das ist, ihr habt es ja schon auf dem Bild gesehen, ein traditionelles Ostergebäck quasi, ein Osterbrot im Endeffekt, oder eher gesagt so ein süßliches Brot. Wir füllen das Ganze, also ich mache es heute mal ganz klassisch mit Rosinchen, da mein Schatz auch Rosinchen mag. Ansonsten kann man sich da kreativer Aufgaben. Es gibt so viele verschiedene Varianten von Pastis, habe ich gesehen. Ich wusste das auch gar nicht, dass es so viele gibt. Aber ich finde, diese klassische Variante geht immer, schmeckt super lecker. Wer jetzt stattdessen Rosinchen oder sowas gar nicht mag, der benutzt einfach backfeste Schokotrops und so schmeckt es natürlich dann auch jedem. Also, ich würde sagen, wir starten auch schon direkt los und ich zeige euch erst einmal die Zutaten. Also für den Vorteig benötigen wir 500 ml Milch, die ist schon bereits lauwarm, 50 g frische Hefe, 350 g Mehl. Außerdem benötigen wir noch 250 g eingeweichte Rosinen, die lasse ich hier auch nebenbei noch einweichen, da habe ich einfach kochendes Wasser reingetan, 3 Eier der Größe M. Verfeinern werden wir das Ganze mit ein wenig Safran, das kann man aber auch weglassen, wenn man das nicht mag. Dazu benötigen wir noch ein wenig Vanilleextrakt. Dann 800 g Zucker, 250 g Schmand und 125 g geschmolzene Margarine. Und außerdem werden wir dann noch in etwa 1 kg Mehl am Ende zusätzlich verwenden. Aber da schreibe ich dann wie immer alles in die Infobox rein. So, ihr Lieben, als allererstes starten wir mit dem Vorteig. Dazu ist hier die Milch lauwarm. Lauwarm bedeutet, sie ist warm, aber nicht zu heiß, aber. Sie sollte auf jeden Fall vorher nicht kochen, also so heiß muss sie nicht sein. Ich habe sie einfach nur ganz kurz in die Mikrowelle gestellt. Wer jetzt an der Stelle den Thermomix hat, macht es wie immer 4 Minuten 37 Grad Stufe 2. Dann bröseln wir jetzt hier vorsichtig das Hefe ein. Und dann verrühren wir das mit dem Schneebesen. Ihr wisst ja, Hefe braucht immer ein bisschen Zucker und von dieser ganzen Masse Zucker nehmen wir jetzt hier auch noch mal ein bisschen rein. Und damit ich jetzt hier keine riesen Zerschweinerei mache, fülle ich das Ganze jetzt mal in diese Schüssel um. Das ist die Schüssel, in der ich das danach auch aufgehen lasse. So, ihr Lieben, währenddessen der Hefeteig noch weiter aufgeht, schlagen wir schon mal die Eier steif. Also nicht steif, sondern fest, eher gesagt. Und dann gebe ich nach und nach von oben einfach den Zucker hinzu. Jetzt fügen wir noch eine Messerspitze Safran hinzu. Nochmal zwei. Und den Schmand. Und das verrühren wir wieder. So, ist eine richtig schöne cremige Masse entstanden. Jetzt wechseln wir vom Rührbesen zum Knethaken. Und jetzt so, guckt mal, mir ist der Hefeteig also zweimal übergequollen. So extrem geht der auf. Also ich bin auch weggefahren und einkaufen gewesen. Und also am besten immer dabei stehen bleiben, weil das ist wirklich hier, der ist so fluffig. Und jetzt geben wir nach und nach die Hefemasse mit zur Eiermasse und verrühren das hier einfach in der Küchenmaschine. Ansonsten kann man diesen Vorgang natürlich auch mit der Hand machen oder mit einem Knethaken mit so einem Handrührgerät. Ne? Also ihr seht, das ist hier ein ganz weicher Teig. Ich gebe jetzt erstmal die Hälfte hinzu. Ah, immer was rein. Und dann verkneten wir das Ganze hier. Also ihr Lieben, schaut mal, ich habe jetzt noch mal ein bisschen mehr Mehl reingemacht. Ich wiege das gleich noch ab. So hat der Teig jetzt genau die richtige Konsistenz. Also der ist sehr so cremig im Endeffekt. Und jetzt tun wir hier die eingelegten Rosinchen rein. Lassen die nochmal schön durchkneten und danach einfach ruhen.
So ihr Lieben, mein Teig ist jetzt noch mal eine halbe Stunde ungefähr aufgegangen. Ihr seht, er ist richtig gut aufgegangen. Der ist ganz fluffig. Und jetzt habe ich mir hier schon mal, also ihr könnt euch jetzt eure Förmchen eurer Wahl, es gibt die aus Papier, es gibt die aus ganz verschiedenen Bestandteilen und hier habe ich so eine Brioche-Form einfach genommen. Und dazu passend meine Glasschälchen, die dürfen, da müsst ihr nur drauf aufpassen, dass die Sachen, die ihr benutzt, auch Backofen geeignet sind. Und wichtig ist, dass ihr euch, wenn ihr das blechweise macht, immer für eine Größe entscheidet, damit alle gleich schnell fertig sind. Jetzt fetten wir das Ganze ein. Zur Sicherheit noch ein bisschen Mehl. Und dann gebe ich einfach mit meinem Eisportionierer quasi esslöffelweise den Teig hier hinein. In meiner Küche muss alles multifunktional sein, weil ihr seht, die ist ganz schön klein und hat für mich muss ein Gerät immer mehrere Funktionen haben. Wie zum Beispiel der Eisportionierer, den benutze ich so häufig. Ich liebe den, guckt, so hat man überall genau die gleiche Menge. So, und jetzt kommen die in den kalten Backofen bei ungefähr 160 Grad, so 150, 160. Und ich verrate euch dann gleich, wie lange die im Backofen gebraucht haben. Jetzt machen wir den Guss für das Ganze. Und da habe ich jetzt zwei Eiweiße der Größe M. Mache jetzt noch eine Prise Salz rein. Und dann schlagen wir das Ganze steif. Wichtig ist, dass alle Elemente hier fettfrei sind. Also quasi eigentlich so wie in den Pranike-Videos. Jetzt rühren wir hier noch 250 Gramm Puderzucker. Das habe ich hier gerade im Thermomix selber gemacht. So ihr Lieben, schaut mal. Meine sind fertig und abgekühlt bereits. Ich habe jetzt hier einmal so eine Mini-Gugelhupfer, also so eine Medium-Mini-Gugelhupfform benutzt. Dann habe ich hier nochmal diese normalen Gläschen. Dann hier die Brioche-Form. Das auch sieht, finde ich, super schön aus. Und ganz normale Muffinform. Also ihr seht, man braucht keine speziellen Formen, um die schön herzurichten. Die hier Eiweißzuckerklausur, seht ihr, von der Konsistenz schön fest. Und jetzt verziehen wir die einfach und beschmieren die damit. Wer diese Punkte nicht mag, der lässt das Vanille weg, aber ich finde es geschmacklich einfach nur super lecker. So ihr Lieben, verzieren tun wir das Ganze, wie wir wollen. Ich nehme jetzt hier einfach mal so ein paar Zuckerperlchen. Und dann habe ich übrigens über Instagram bei DekoBack beim Gewinnspiel mitgemacht. Da gab es so eine Hochzeitsedition. Ich habe zwar leider nicht den Hauptgewinn, aber dafür ein kleines Überraschungspaket bekommen. Und da sind super schöne Sachen dabei. Einmal hier dieser Glitzerschnee in rosa. Der ist super schön, den habe ich nämlich hier auch schon zu Hause im Gebrauch. Den machen wir hier auch mal drauf. Und dann können wir hier, also hier gibt es ganz verschiedene Sachen, die ich bekommen habe. Einmal so Dekoschredder in Herzchenform, das finde ich jetzt aber nicht ganz so passend für Ostern. Und dann habe ich hier so aus Esspapier Röschen. Kann man das Ganze verzieren. Das mache ich jetzt einfach mal mit allen. Schaut euch mal diese schönen Pastries an. Ich finde, die sehen wunderschön aus. Richtig schön frühlingshaft und passt auch perfekt zum Sonnenschein draußen. Ich habe sie jetzt in drei verschiedenen Größen gemacht. Einmal hier quasi in dieser schönen, das waren diese 375 ml Gläschen. Die finde ich sogar von der Form, glaube ich, am schönsten zum Verschenken. Wobei ich finde, die Muffinform ist auch perfekt. Da braucht man nämlich, also die hat ja jeder, glaube ich, also fast jeder zu Hause. Und diese kleinen Mini-Brioche-Förmchen, die fand ich auch echt mega süß. Und die sind natürlich eigentlich perfekt so als kleines Häppchen. Also ich kann euch nur sagen, ich bin begeistert. Ich würde sagen, ich habe genug gequatscht. Jetzt darf ich endlich probieren. Ich nehme hier diese kleine süße Form. Ich kann euch nur sagen, ich finde sie perfekt. Die sind nämlich von außen schön kross, aber von innen fluffig. Und das ist nämlich genau richtig, dass man so ein bisschen
bisschen was Crunchiges hat und dann aber innen drin nicht trocken, sondern saftig. Und da war das Entscheidende, diesen wappigen Teig zu lassen und nicht so viel Mehl reinzumachen, dass man ihn kneten kann, weil desto mehr Mehl man reinmacht, desto trockener wird das Ganze natürlich, ne? Und was ich auch noch erwähnen möchte, ist, was ich auch mega süß finde, ist hier echt dieses Esspapier, oder? Ich finde, das sieht echt super aus, oder? Und es ist nur Esspapier, ne? Also es ist kein Fondant, kein Zucker, kein sonst was, ne? Also, ich würde sagen, ich hoffe, ihr probiert dieses Rezept mal aus und postet mir mal, wie es so geklappt hat, oder schreibt mir in die Kommentare. Das genaue Rezept mit allen Angaben findet ihr natürlich wie immer unten in dieser Infobox. Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns. Tschüssi!